Da ist es, das Prototypkonzept zu einem möglichen Nachfolger des legendären BMW M1. Aber eines vorweg, das Design des BMW Vision M Next soll nicht nur den BMW M1, sondern auch den BMW Turbo sowie den BMW i8 zitieren. Dieser Designmix führt dazu, dass wir nach jahrzehntelangem Warten endlich wieder einen BMW der 80er und 90er Supersportler-Manier sehen. Eine flache, keilförmige Silhouette, Flügeltüren, große Lufteinlässe und Teile aus Carbonrezyklat. Was übrigens für recycelten und unter hohem Druck zu Schmiedekarbon gepresstem Carbonfaserkunststoff steht, verleihen dem Vision M Next eine neue Art von Rennsportästhetik. Doch welche Bereiche des Fahrzeugs sollen welches BMW-Modell zitieren? Beginnen wir mit der Front, denn hier haben wir einen interessanten Mix aus BMW M1 und BMW Turbo Konzept. Die auffällig ausgeformten Nieren sind eine klare Ableitung vom BMW Turbo. Die Frontschürze spiegelt auf moderne und stylische Art und Weise die Front des M1 Pro Car wider. Ein interessantes Feature sind die Flügeltüren, welche auch an die Flügeltüren des Turbos erinnern sollen. Für die Seitenlinie standen klar erkennbar der i8 sowie das M1 Modell. Aber gehen wir noch weiter und verfolgen die Form nach oben zur hinteren Seitenscheibe. Hier erkennen wir wieder die typischen Lufteinlässe und die Luftauslässe des BMW M1. Und zu guter Letzt zum Heck. Die kleinen Schießscharten des Hecks sollen auch hier einzig und allein dem BMW M1 Tribut zollen. Wenn man sich jetzt auch noch zum Abschluss die neuartigen Laserwire-Rückleuchten ansieht, erkennt man zwei BMW-Logos als Hologramme, welche ebenfalls dem BMW M1 und selbstverständlich auch dem BMW Turbo zitieren sollen. Kommen wir jetzt mal zum Boostport. Dieser soll eine neue Form von Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug darstellen. Alle Bedienelemente und Infos werden auf drei Sichtebenen direkt vor dem Fahrer zusammengefasst. Die erste Ebene stellt das horizontal ausgerichtete Lenkrad mit zwei Displays dar. Die zweite Ebene bildet das Curved Glass Display, welches erstmals als Anzeigeinstrument dient und sich um das Lenkrad aufspannt. Und die dritte und letzte Ebene, ein vollflächiges Augmented Reality Head-Up Display in der Windschutzscheibe. Ja, ihr habt richtig gehört, in der Windschutzscheibe. Mit dem Boostport kommen neue intelligente Systeme wie zum Beispiel das Focus Logic System zum Einsatz. Aber was ist Focus Logic? Nun, Focus Logic sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit des Fahrers immer im Sichtfeld zur Straße bleibt. Je schneller man fährt, desto weniger Informationen werden angezeigt. Gleichzeitig rücken die Informationen, die übrig bleiben und wichtig sind, in den Fokus des Fahrers. Focus Logic ist also ein adaptives, interaktives System, das den Fahrer von einem Informationsüberfluss verschonen soll. Kommen wir aber mal zu den erstaunlichen Parallelen des Vision M Next zu anderen BMW-Prototypen. Denn sowohl das horizontal ausgerichtete Lenkrad als auch der futuristische Einsatz von Displays sowie die Außenkameras, die die Seitenspiegel ersetzen, sind ein wesentlicher Bestandteil der technischen Innovation, die vor 18 Jahren mit dem BMW Z22 vorgestellt wurden. Es scheint, als hätte man das Konzept des BMW Z22 übernommen, auf den Stand der heutigen Technik angepasst und in den Vision M Next eingepflanzt. Aber anscheinend stand nicht nur der BMW Z22 in Sachen Interieurausrichtung Modell, sondern auch der BMW Turbo. Auch der Turbo wurde cockpittechnisch maximal auf den Fahrer ausgerichtet. Auch die Instrumente sowie das Check-Control-System waren für ein Fahrzeug Anfang der 70er Jahre so gut wie kaum vorstellbar. Generell hat BMW beim Vision M Next viel Wert darauf gelegt, Parallelen zu anderen Prototypen zu schaffen. Kommen wir jetzt mal zum Knackpunkt des gesamten Videos. Denn der Vision M Next ist ein sogenannter Power-Hybrid. Jaja. Ganz richtig, Powerhybrid. Unter dem Blechkleid werkelt nämlich nicht nur ein Verbrenner, sondern auch gleich zwei E-Maschinen, jeweils eine an der Vorder- und Hinterachse. Und wer jetzt schon ins Grübeln kommt, den wird der nächste Satz sicher schocken. Denn der Verbrenner im Vision M Next ist ein leistungsstarker Vierzylinder-Turbobenziner. Ganz genau, BMWs nächster Supersportler wird wohl mit einem Vierzylinder-Turbobenziner ausgestattet sein.
Das mag sich im ersten Moment ernüchternd anhören, doch die Gesamtsystemleistung des Fahrzeugs liegt bei 600 PS. Die sorgen dafür, dass der Vision M Next in exakt 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Zum Vergleich, ein Porsche 918 Spyder ist mit 2,6 Sekunden nur marginal schneller. Wer weiß, wie schnell eine Rennversion des Vision M Next wäre. Doch das war noch nicht alles. BMW weiß, dass es schwer ist, traditionelle BMW-Enthusiasten von Hybridfahrzeugen zu überzeugen und deswegen setzen sie bei Vision M Next auf Boost Plus. Mit Boost Plus bekommt man auf Knopfdruck zusätzliche Leistung, die den Fahrspaß gerade bei Überholvorgängen noch einmal hervorheben soll. Zudem informiert das Fahrzeug den Fahrer, wann der perfekte Moment für Boost Plus gekommen ist. Zudem ist man mit dem Vision M Next in der Lage, 100 Kilometer rein elektrisch zu fahren. Ja, das mag jetzt für den einen oder anderen egal sein, weil er der Meinung ist, dass so etwas bei einem Supersportwagen egal sei, aber Fakt ist, dass die Elektrifizierung bei allen Supersportwagenherstellern angekommen ist und in Zukunft zum Autofahren dazugehören wird. Man muss es sich einfach nur einmal vorstellen, ein 600 PS starker Supersportwagen, der ähnliche Leistungen wie ein Porsche 918 Spyder bietet und kombiniert wahrscheinlich weit unter 5 Liter Benzin verbrauchen wird. All das, gepaart mit dem von Hans Zimmer und Renzo Vitale entwickelten Sound, könnte das die Zukunft des nächsten BMW Supersportwagens sein. Unser Eindruck, der Vision M Next könnte BMW tatsächlich wieder in den Supersportwagen-Olymp katapultieren. Natürlich sieht der Wagen, so wie er ist, noch zu futuristisch für die Gegenwart aus. Aber welche großartigen Konzeptfahrzeuge taten dies nicht auch vor 20, 30 oder gar 40 Jahren? Einen solchen Sportwagen mit Null Emissionen durch die Umweltzone zu bewegen und dabei fossile Energien einzusparen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist nichts falsch daran, Elektromotoren unterstützend einzusetzen. Auch wenn die Elektrifizierung von Fahrzeugen ebenfalls einige negative Aspekte mit sich bringt, müssen wir der Wahrheit ins Gesicht sehen. Die große Zeit der Verbrenner neigt sich leider langsam aber sicher dem Ende. Wenn wir jetzt nicht damit anfangen, alternative Antriebskonzepte weiterzuentwickeln und ihnen eine Chance zu geben, wird das früher oder später dazu führen, dass wir wahrscheinlich gar kein Auto mehr fahren können. Es ist mittlerweile egal, wie man dem Klimawandel gegenübersteht. Denn wir sind schon längst am Point of No Return. BMW weiß das und versucht mit allen Mitteln und den größten Know-how dafür zu sorgen, dass Supersportwagen auch in ein paar Jahren eine Zukunft haben werden. Selbst die größten Rennserien zielen auf Elektrifizierung ab. Wenn man als Autobauer da nicht mitzieht, ist man raus, ob man will oder nicht. Wir sind jedenfalls gespannt, welches Serienfahrzeug letztendlich aus dem Vision M Next hervorgehen wird. Bis dahin bleibt das erste elektrifizierte M-Fahrzeug ein Beispiel für die Zukunft. So Freunde, das war's mit dem BAFMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es jetzt hier in der Endcard tun. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, klickt einfach auf das linke oder rechte Bild. Wenn ihr mehr zum ursprünglichen BMW M1 sehen wollt, dann klickt oben rechts auf die Infokarte, denn dort haben wir alle Videos zum M1, die wir bisher gemacht haben, verlinkt. Und jetzt bedanke ich mich fürs freundliche Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, eure BAFMO-Crew.